Oh mein Gott, was ist gestern wieder im Stream passiert, Leute? Wir haben einfach eine Icon gezogen. Eine sehr, sehr große Icon. Ich glaube, ich werde es auch ins Titel schreiben, deswegen spoiler ich. Wir haben Patrick Vieira Prime gezogen. Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Checkt mich auf jeden Fall gerne von den Social Media Kanälen ab. Und dann würde ich sagen, genießt die Zeit, setzt euch ganz entspannt zurück. Weiß nicht, Fußball hat auch nicht nur Tore zu erzielen bedeuten. Guck mal, bestes Zitat, was ich gehört habe, war von Ronaldinho. Er meinte, irgendwann war ihm das Toreschießen zu langweilig und dann wollte er einfach so schöne Aktionen machen. Und ich finde, dem hat auch, das gehört zum Fußball dazu. Es ist nicht nur Tore schießen, es ist irgendwie auch so, wie du die Tore machst. Und ja, auf den sind beide gut. Neymar zu Barcelona, warum das denn? Fake News. Barca kein Geld für ihn. Ich glaube, das hat nichts mit Torwart zu tun, wenn du drei Tore in so einer kurzen Zeit kassierst. Das ist schon eine Kollektivleistung, Defensivleistung. Und da kann man jetzt nicht nur Donnarumma die Schuhe, also die Schuld in die Schuhe schieben. Ich glaube, da hat auf jeden Fall die ganze Abwehr einfach nicht richtig mitgespielt. Und ja, finde ich Quatsch jetzt zu sagen auf denen hier. Alles seine Schuld, alles seine Schuld. Die ist das Anas. Klar, die eine Aktion war echt gut unglücklich. Aber es kann mal jedem passieren. Und ich meine, PSG hat ja geführt mit zwei Toren, bevor das alles passiert ist. Also ein bisschen einfach dann alles auf Donnarumma Schuld zu legen. Yes. Nein, er war nicht schlecht. Er war definitiv nicht schlecht, Vinicius. Aber ich finde, okay, er muss immer noch lernen. Weißt du, aber ich sag ehrlich, Vinicius kommt an so vielen Verteidigern vorbei, weil er einfach schnell ist. Aber es war aber interessant, weil Hakimi mindestens genauso schnell ist wie er. Und auf den. Da hat man ja gesehen, wie schwer er es hatte. Oder was heißt schwer, aber er hatte immer seine Probleme damit, dass sein Gegenspieler auch so schnell war. Und das bockt dem halt nicht. Weißt du, ich will so einen Spieler sehen, wenn er einen schnellen Verteidiger hat, da muss er einfach ein bisschen mit seinen Skills, bisschen zeigen, was er an den Beinen hat, bisschen mit seinen Bewegungen glänzen, seiner Beweglichkeit. Ja, kein Pass chemietechnisch leider nicht rein. Boah, das sind gute Preise. 28k nimmt man mit. Wonderful. Ja, wir haben noch zwei SPCs vor uns. So schnell sind wir jetzt auch nicht. Wir müssen ein bisschen arbeiten, ja? We need to work a bit, man. Workout, 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 workout. Ehrlich, diese 60k einfach, man. Very, very expensive. Nicht VVS. VVE. Very, very expensive, KDB oder Kanté. Das sind zwei verschiedene Mittelfeldspieler. Der eine ist defensiv, der andere ist offensiv. Also kannst du gar nicht vergleichen mäßig so. Musst du gucken, was du im Verein schon hast oder im Team schon hast. Und dann kaufst du dementsprechend ein. Ah, oh my days, Mann. Oh my days. So, by the way, alle, die gerade fresh reingekommen sind, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ihr würdet mich damit sehr, sehr supporten. Guckt ihr das, Song kann weg, spiele ich eh nicht. Dann wird der Livestream öfter angezeigt. Mehr Leute sehen den. Es kommen eventuell mehr Leute in den Livestream rein. Ja, Mann, das ist eine große Win-Win-Situation für uns alle. Und wer noch nicht abonniert hat, ihr Schlawiners, abonniert den Kanal. Ich glaube, es fehlen nur noch so 10, 20 Abos oder so. Dann haben wir 16.000 geknackt. Ehrlich, ja, okay, noch 30 Abos fehlen. Aber ja. Es ist ja fast 10, 20 Abos. Auf den. Kann man in einem Livestream mal machen. 30 Abos. Ist possible auf jeden Fall. Hat jemand die Karte gezockt? Jemand meinte, der soll gut sein. Ich komme aus Wandsbek. Leute meinten, ey, Torreira soll krank sein. Also hat er da 5 Sterne Weakfoot. War natürlich krank als 5 Sterne Skill. Aber seine Workrates sind auch heftig, ne? Also Torreira würde ich eigentlich liebend gern spielen. Der wird wahrscheinlich sogar besser als ein Guendouzi sein. Ohne Lügen. Lieblings-Icon? Boah, habe ich nicht. Sag ich ehrlich. Ich weiß nicht. Solange die Icon spielbar ist, solange die Icon mit wirklich auf der Position wirklich einer der besten Karten in-game ist, bin ich eigentlich zufrieden. Ohne Lügen. Ja, der Torreira sieht auch so aus, dass er schnell genug kann dribbeln. Defensiv vielleicht ist er ein bisschen zu schwach, ne? Aber wenn du einen Shadow gibst oder Anchor oder so, ist geil. Ist geil, der kann passen.
5 Sterne Weakfoot wären geiler als 5 Sterne Skill, aber weil er auch so wuselig ist und gut dribbeln kann, sind die 5 Sterne Skill vielleicht auch nicht so schlecht. Also auf jeden Fall ein interessanter Spieler, sage ich euch so, wie es ist. Und jetzt brauchen wir Alexander Mitrovic. Aber wir brauchen den in Form. Mart. Natürlich. Es macht sehr viel aus, was für eine Nation du hast und in welcher Liga du spielst. Aber macht ja auch Sinn. Also mehr Leute spielen Premier League als ihre Divise. Das finde ich aber auch ein bisschen dumm von EA Sports auf den mäßig. So, wenn die mal so richtig kranke OP-Karten aus der MLS oder so droppen würden, dann würden auch mehr Leute MLS zocken. Einfach geisteskrank, was hier für ein Support von euch kommt, ehrlich. Das ist so mal 124 Likes im Livestream, 110 Leute dabei. Das sind doch mal schöne Zahlen. I can pick. Alle I can pick in den Chat. Alle auf stabil nochmal Daumen nach oben da lassen. Macht doch mal ein bisschen Action, Leute. Und dann machen wir unser Icon-Pick auf entspannt auf. Für die Leute, die keine Geduld hatten und rausgegangen sind. Leider schade, Digga. Ihr verpasst Icon-Pick. Tja. Nech? Bisschen Geduld muss man haben im Leben, ne? Sonst läuft das nicht. Ich ändere, glaube ich, auch mal meinen Screen. Ich will auch nicht genau sehen, wen ich ziehe. Das ist sehr belastend. Ich will selber mitraten auf den. Pelé 98. Komm. Pick geht jetzt auf. In 3, 2, 1. Let's go. Pick geht auf. Wow. Ich hoffe, eins ist nicht alles. Das wäre schon ein Scam. Frankreich und Portugal. Und ich glaube, der... Oder Nedved oder Tschech. Leute! Leider kein Brasilien. Aber so ein Eusebio wäre schon lecker, Digga. So ein Eusebio wäre schon sehr, sehr nice. Ohne Lügen, den würde ich full feiern. So ein Eusebio wäre richtig nice. Oh, krank. Cantona kann es auch sein. Komm, zweite geht weg. 91er Franzose. Jetzt sehen wir das Rating. Leute, es könnte eine gute Icon sein. Es könnte eine richtig kranke Icon sein. Ich löse auf in 3, 2, 1. Vera! Einfach mit einer der besten Icons im Game, Leute, Digga. No Kizzy. Leute, der kostet einfach 2 Millionen, 1,8 Millionen, Mann. Aber das ist nicht der Prime, oder? Nee, ist es nicht. Das ist... Mit, oder? Junge, keine Ahnung, Mann. Ist mir eigentlich auch egal. First Owner. Für alle, die nicht glauben. Rechts, rechts. Links, links. Raus. 1,8 Mill. Boah, Junge, dieser Vieira. Guck mal, wie der aussieht, Junge, Digga. Boah, this is crazy. Junge, this is crazy. Boah, Junge, Digga. Gänsehaut, Mann. Gänsehaut. Guckt euch mal diese Mannschaft an. Madness. Ihr guckt euch das an und ihr sagt direkt Madness. Nichts mehr und nicht weniger. Madness. Vielleicht brauche ich einen neuen IV.
Vielleicht kann ich ehrlich diesen Kim Bembe spielen, Digga, diesen Holzi. Somit kommen wir auch schon wieder zum Ende des Videos, Leute. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch ordentlich Packluck gehabt. Droppt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ich bin raus, Leute. Genießt auf jeden Fall das schöne Wetter. Peace.